Hallo, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Unterwegs bin ich hier bei dem Göttinger Integrationsverein und mit meiner Kollegin von dem Integrationsrat Irina Schnarr werden wir uns unterhalten über den ukrainischen Konflikt und die Auswirkungen auf die Göttinger Gesellschaft. Und dafür ja, begrüße ich Irina. Guten Morgen, Irina. Guten Morgen, Gustavo. Ja, Irina, erzähl mal, wie ist das denn die Situation? Was erlebst du hier? Und vor allem ein Thema, das wir auch dabei ansprechen wollen, ist diese Antidiskriminierungsstelle, die wir in Göttingen in den Integrationsrat einbauen wollen. Ja, also ich begrüße nochmal alle Zuschauer ganz herzlich. Wünsche Ihnen einen schönen sonnigen Tag heute. Der Integrationsrat Göttingen fordert schon seit langem eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle. Und diese Stelle ist aktuell so dringend nötig wie noch nie. Denn mittlerweile häufen sich auch Mitteilungen und Anfeindungen über Ausgrenzung von russischsprachigen Menschen in Göttingen. Und das ist absolut inakzeptabel. Entsprechende Diskriminierungen müssen sofort richtiggestellt und zurückgenommen werden. Denn viele Göttingerinnen und Göttinger stammen aus Russland oder früheren Sowjetrepubliken und können nichts dafür, dass Putin Europa in einen fürchterlichen Krieg stürzt. Putin und seine Clique haben dieses Verbrechen zu verantworten und nicht die russischsprachige Bevölkerung Göttingens. Viele der russischsprachigen Bürgerinnen und Bürger aus Russland und Belarus sind in der Regel selbst vor Putin und Lukaschenko und deren Diktaturherrschaft geflohen. Die russischsprachige Bevölkerung Göttingens solidarisiert sich sogar mit den tapferen Menschen, die in Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken unter großen Gefahren gegen den Krieg in der Ukraine aufbegehren und demonstrieren. Und wer Menschen aus ethnischen Gründen anfeindet und jetzt hetzt, der spielt das Spiel von Putin. Und der Integrationsrat Göttingen verurteilt solches ausdrücklich und wird entschieden gegen Konflikte und Diskriminierung innerhalb der Göttinger Gesellschaft vorgehen. Wir müssen unterscheiden, dass die russischsprachige Bevölkerung Göttingens nicht nur aus Russen stammt. Wir haben hier ganz viele Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion und wir haben auch gleichzeitig auch jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine und aus Russland und aus Belarus. Wir haben natürlich auch russische Studenten hier. Wir haben auch natürlich russischsprachige Minderheit aus der Ukraine hier und aus vielen anderen Sowjetrepubliken. Ja, was kannst du so erzählen so über das, was du erlebt hast hier? Also du warst du in der ehemaligen Sowjetunion so da geboren. Was erlebst du jetzt hier so mit den mit Also diesem ich, was Konflikt? ich aktuell selbst, weil ich ja selbst aus der ehemaligen Sowjetunion stamme, ich bin Deutscher aus Kasachstan, lebe hier schon seit 31 Jahren in Göttingen. Ich erlebe, dass die Gesellschaft in Göttingen nicht aufgeklärt ist, welche Migrantengruppen wir hier in Göttingen haben. Wir haben ja, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite die russischsprachige Migrantengruppe aus Russland und ehemaligen Sowjetrepubliken. Wir haben Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion, vornehmlich aus Kasachstan, Sibirien und anderen Sowjetrepubliken. Mittlerweile haben wir auch Deutsche aus der Ukraine. Östliche Ukraine hat eine kleine deutsche Minderheit. Und dadurch, dass wir Russisch sprechen, werden wir alle in eine Schublade geschickt und gesagt wird, ja, ihr sprecht Russisch, also seid ihr mit Putin zusammen und werden natürlich dann gemobbt auch. Man muss auch unterscheiden zwischen den Migrantengruppen. Also was bei mir für also wie heißt das, Beschwerden ankamen in letzter Zeit, das waren Beschwerden, dass in den Schulen die Kinder gemobbt oder beschimpft werden. Und auf der einen, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist die Aufklärung in Geschichts- und Politikunterricht über den Krieg falsch. Da wird die russischsprachige Bevölkerung als die Schlechte dargestellt. Und wenn immer von den Angriffen in der Ukraine gesprochen wird, dann wird nicht immer gesprochen von Putin, sondern immer die russische Armee. Okay, das ist klar, die Armee stammt aus Russland, aber man muss auch beachten, es werden Begriffe benutzt, wie zum Beispiel die Russen greifen Ukraine an oder die russische Invasion. Ich finde, wir müssen das auf Putin begrenzen, weil der Krieg geht von Putin und seiner Bande aus und nicht von der russischsprachigen Bevölkerung.
Wir wissen alle, dass auch in Russland eine Desinformation stattfindet. Die Kanäle zeigen, dass es alles friedlich ist. In der Ukraine gibt es keinen Krieg. Die Cafés sind offen, in Kharkov genauso. Aber wir haben hier sehr viele ukrainischsprachige Menschen in Göttingen, die Verwandte haben und Bekannte und auch berichten, dass die Menschen im Bunker leben, dass die Menschen nicht rauskommen können. Die Menschen sind auf der Flucht. Außerdem kriege ich ständig Anrufe, wie können die ukrainischen Flüchtlinge unterstützt werden hier. In Göttingen kommen die ersten an, auch in Friedland. Also deswegen kann man, finde ich, den Krieg auch gar nicht leugnen. Der Krieg ist da und den müssen wir auch verurteilen. Auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Anfeindungen auch in medizinischen Einrichtungen hier in Göttingen. Da gehen wir gerade der Sache nach. Die Menschen, die Russisch sprechen, werden nicht behandelt oder werden abgewiesen. Da müssen wir jetzt mal nachschauen, von welcher Seite es passiert, ob es auch wahr ist. Wir müssen auch immer prüfen, weil es gibt ja sehr viele Fake News. Wir haben auch mittlerweile nicht nur einen Krieg in der Ukraine, wir haben auch einen Informationskrieg. Außerdem wird auch berichtet, sage ich ja, Anfeindungen der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion. Die werden dann gleichgestellt mit den Russen und man wird dann unterstellt, sie unterstützen Putin. Und warum sprecht ihr Russisch? Wenn ihr Russisch spricht, sollt ihr zurück nach Kasachstan und Russland zurückkehren. Das ist nicht akzeptabel. Ich werde das als Selbstdeutscher aus der ehemaligen Sowjetunion nicht hinnehmen. Und deswegen fordere ich, dass wir eine weitgehende Aufklärung der Gesellschaft machen. Das ist auch unser Teil des kommunalen Aktionsplans gegen Rassismus. Wir fordern nicht nur eine Antidiskriminierungsstelle, wir fordern auch eine Aufklärung der Gesellschaft über die verschiedenen Migrantengruppen, die wir haben. Damit man auch mal weiß, warum spreche ich Russisch, aber ich bin deutscher Nationalität. Das sind so die Berichte aktuell, die ich aus Göttingen zu berichten habe. Und heute später habe ich wieder ein Telefonat mit einer Schule bezüglich schlechter Aufklärung über den Ukraine-Konflikt. Da fühlen sich Schüler und Schülerinnen, die aus Russland stammen, angegriffen, isoliert und diskriminiert, weil dann immer geschoben wird, also die Russen sind schuld, die Russen sind schuld für den Krieg. Und das darf nicht passieren. Ich finde, man muss sensibel mit dem Thema umgehen, wenn man schon ein russischsprachiges Kind im Unterricht hat. Wie ist das? Was hast du so in deinem Freundeskreis schon erlebt, so von Anfeindungen zwischen ja, Russen und Ukrainern hier in Göttingen? Ja, ich habe das zum Beispiel auch privat erlebt in meiner Familie, dass Anfeindungen gegeben hat, dass dann, wie ich schon sage, warum spricht ihr Deutsch? Ah, nee, warum spricht ihr Russisch, wenn ihr Deutsche seid? Ihr sollt zurück in die Ukraine gehen und, oh, nicht in die Ukraine, nach Kasachstan und nach Russland. Und das war einer der Gründe, warum ich dann gleichzeitig eine Pressemitteilung herausgegeben habe und informiert habe, wer sind die Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion und warum sprechen wir Russisch, auch wenn wir deutscher Nationalität sind. Und das muss vermieden werden. Deswegen fordere ich eine breite Aufklärung der Gesellschaft. Also es gibt eine Menge da Arbeit für uns zu tun, ne? Vor Also allem in sehr den viel. Schulen auch. Mit Schulen auch. Mit Schulen und verschiedenen Einrichtungen. Ja, vielleicht zum Schluss so ein Appell an die, ja, vor allem an die weite Bevölkerung, also die Ukrainer und die, also die Sowjetunion, Also wie wir schon gesagt in der haben, Richtung von Frieden oder so. also wie wir auch schon Montag in der öffentlichen Integrationsratssitzung gesagt haben, der Integrationsrat Göttingen begrüßt die Resolution der Stadt Göttingen und der Universität Göttingen, indem sie den Krieg in der Ukraine verurteilen, den Angriff der russischen Armee verurteilen auf den ukrainischen Boden und solidarisieren sich sogar mit den Menschen, die in der Ukraine und hier in Deutschland sich für die Menschen in der Ukraine sozusagen unterstützend organisieren. Gleichzeitig unterstützen wir auch und die Menschen, die tapfer in den Sowjetrepubliken, in anderen Sowjetrepubliken und in Russland gegen den Krieg demonstrieren und aufbegehren. Wir wissen, dass dort sehr viele Verhaftungen gegeben hat und weiterhin gibt. Man darf mittlerweile auch nichts Schlechtes über den Krieg berichten und nichts über die russische Armee, sonst kriegt man 15 Jahre Haft. Und deswegen habe ich Ihnen auch einen Aufruf gestartet, dass wir das auch weiterhin als Integrationsrat auch unterstützen, die Flüchtlinge hier in Göttingen, wenn sie ankommen, und Begleitung und Betreuung auch gleichzeitig sicherstellen können. Aber auf der einen Seite verurteilen wir die Diskriminierung der russischsprachigen Bevölkerung, die nichts für den Krieg von Putin und seiner Bande kann. Und deswegen rufen wir nochmal auf, dass
die Menschen dafür Verständnis haben und sehr sensibel mit diesem Thema angehen und die Anfeindung einfach ein Ende haben. Außerdem möchte ich nochmal einen ganz einen Aufruf an die russischsprachige Bevölkerung hier nochmal stellen. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen, dass die russische Botschaft in Deutschland angeblich eine Kontaktadresse für alle Betroffenen eingerichtet hat, die gemobbt, belästigt, bedroht oder körperlich angegriffen werden. Der Integrationsrat Göttingen ruft alle russischsprachigen Bürgerinnen und Bürger Göttingens auf, ihre Beschwerden über Anfeindung, Diskriminierung nicht an die russische Botschaft in Deutschland zu richten. Das ist der falsche Ansprechpartner. Bei Beschwerden über Diskriminierung aufgrund ethnischer, religiöser und nationaler Zugehörigkeiten ist der Integrationsrat Göttingen zuständig. Der ist der richtige, direkte und schnelle Ansprechpartner. Die russische Botschaft wird Ihnen nicht vor Ort hier in der Schule helfen, auch nicht in einer medizinischen Einrichtung. Wie wir wissen, das hat immer sehr schlechte Konsequenzen. Meiner Meinung nach ist es, weil ich sehr gut die Community aus der ehemaligen Sowjetunion kenne, die russische Botschaft versucht nur einen weiteren Konflikt hier zu schüren und keine Lösung anzubieten. Das ist eine Sache. Und warum wir noch die Antidiskriminierungsstelle fordern, das Problem ist ja jetzt nicht neu. Es ist nicht auch mit dem Ukraine-Konflikt jetzt aufgetaucht. Da wir haben schon seit vielen Jahren Probleme hier in Göttingen mit Diskriminierung, insbesondere auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Auf dem Arbeitsmarkt haben wir zunehmende Diskriminierung im Bereich der Logistik, der Pflege, Baugewerbe, Reinigungskraft und auch Spedition. Die Menschen werden aufgrund ihrer schlechten, mangelhaften Deutschkenntnisse ausgebeutet, falsch beraten, falsche Verträge werden untergejubelt und, oder haben überhaupt manchmal keine Arbeitsverträge. Wir würden gerne die Diskriminierungsstelle begrüßen, denn dann eine unabhängige, denn dann hätten wir einen Platz, wo sich die Menschen auch dann unabhängig, neutral, anonym beschweren können und wir können dann der Sache arbeitsrechtlich und anonym nachgehen. Also das heißt, wir haben auch noch weiterhin weitere Probleme. Gleichstellung von Mann und Frau, die ist auch in der einheimischen deutschen Gesellschaft noch nicht richtig dargestellt. Aber wir haben auch keine Gleichstellung innerhalb einer Migrantengruppe. Also wir haben auch Unterschiede hier in verschiedenen Sphären. Also wir haben auch mittlerweile auch eine Benachteiligung von verschiedenen Migrantengruppen. Also einen Punkt möchte ich dazu mal erwähnen. Der Integrationsrat Göttingen begrüßt das Programm von GVB, der Göttinger Verkehrsbetriebe, ein 0-Euro-Ticket für ukrainische Flüchtlinge einzuführen oder wurde schon eingeführt. Aber damit benachteiligen gleichzeitig die Flüchtlinge, die seit 2015 nach Göttingen gekommen sind, aus Syrien, Irak oder Afghanistan. Diese Flüchtlinge haben nicht diese Chance gehabt und diese Möglichkeit, ein 0-Euro-Ticket zu bekommen in Göttingen. Und das darf nicht passieren. Wenn, dann fordern wir eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und an unserem Leben hier. Es muss dann, wenn für alle, ein 0-Euro-Ticket eingeführt werden. So, danke schön für die ganze Information. Und ja, also mir hat auch erreichend auch viele Leute, viele Migranten, die sich auch beschweren über, wie sie ausgebeutet werden. Es ist echt, das ist, kann man sich auch nicht vorstellen. Einige arbeiten so 6 Monate schon ohne Vertrag. Ja, also ich hoffe, es war interessant für euch, informativ. Und auch Sie, liebe Migranten, hast du noch Ja, ich ein wollte noch Wort? mal einen kleinen Aufruf an die Göttinger Gesellschaft, an die gesamte Göttinger Gesellschaft starten, Ja, von klar, unserem gerne. Ja. Integrationsrat. Ich hatte das mal schon vor erwähnt, als die Viren um den Ukraine-Konflikt angefangen haben. Da haben wir noch ein anderes Thema gehabt, zum Beispiel die Hassbotschaften gegen Juden, Katholiken und Armenier, die in den letzten Monaten hier in Göttingen aufgetaucht sind und auch die Diskriminierung in der aktuellen Corona-Situation. Diese Themen, die verunsichern nur das friedliche Zusammenleben der Göttinger Gesellschaft. Und wir werden ja, wie wir schon gesagt haben, entschieden gegen Konflikte innerhalb der Göttinger Gesellschaft vorgehen als Integrationsrat. Wir möchten Demokratie fördern und wahren. Wir können in Göttingen keine internationalen Konflikte lösen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wir können nur hier zusammen Glaubens-, Sprach- und Nationalitätenübergreifend zusammenarbeiten und das friedliche Zusammenleben aller Göttinger Migrantinnen und Migranten und der einheimischen Gesellschaft nur fördern. Und vergiss nicht, wir können auch keinen Geschichtsrevisionismus in Göttingen betreiben. Wir wollen alle in Frieden leben. Göttingen ist eine schöne internationale Stadt. Und das freut uns sehr.
Dankeschön. So, danke für diese letzten Wörter. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Hasta la próxima.